Servus, der Marc von Bill Stubinischen. Bei mir ist die Melanie für ein Migräne-Dave. Beidseitig hast du mal ausgemacht. Jetzt haben wir gesagt, dass das natürlich auch nötig ist. Ja. Wir stecken nur, wenn wir wirklich noch müssen. Klar, also ich finde es geil, ich will jetzt optisch beidseitig haben, natürlich auch erlaubt. Aber bei sowas wie Migräne ist mir schon wichtig, dass man den Kunden nicht übervorteilt, sondern guckt, man macht das, was wirklich für diese Thematik wirklich effizient ist. Jetzt erklären wir mal kurz deine Migräne. Wie sieht die aus? Offiziell ist sie noch nicht diagnostiziert. Wurscht. Ich bin gerade in Behandlung. Haben viele nicht diagnostiziert, ja. Ich bin trotzdem gerade in Behandlung oder halt in Abklärung mit der Ärztin. Hatte einen starken Migräneanfall Ende Juni. Mhm. Da war mir extrem schlecht. Hatte wie so eine Augenklappe und hat sich dann nach hinten gezogen, die Kopfschmerzen. Mhm. Und die letzten zwei Wochen hatte ich ungefähr, weiß nicht, fünfmal Minimum Migräne. Mhm. Da war es aber tatsächlich nur Kopfschmerzen. Also ohne Aura, ohne Augen. Ohne Aura, bisschen lichtempfindlich. Mhm. Könnte aber auch gerade meine Ziskutan liegen, die ich gerade nehme. Mhm. Und ja, haben wir gedacht, zur Not habe ich zwei Pistings mehr. Es gibt Leute, die quälen sich 20 Jahre mit Migräne, machen 1000 Sachen, springen aus dem Fenster, schneiden sich den Finger ab und alles Mögliche. Ja. Das wirkt trotzdem nicht. Du hast es erstens ganz wenig und sagst, ich mache gleich Piercings dagegen. Ja, weil ich habe ja schon so viele Piercings, ja, ist egal. Sehr gut, ja, sehr gut. Nein, ein guter Ansatz. Also ich würde auch, sobald ich es habe, sofort losgehen. Ja. Aber sehr schön. Jetzt Thema Migräne, Dave, ihr kennt ja grob gesagt, vereinfacht. Ich weiß, wenn jetzt ein Profi zuhört, wird sagen, okay, das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ich sage es mal so generell, wir haben einfach einen gewissen Energiekreislauf im Körper und wir haben gewisse Widerstände im Körper. Und wenn wir hier auf diesen Meridianen, wo das Migräne durchgeht, quasi vereinfacht gesagt zu wenig Widerstand haben, dann geht diese Energie, wenn die entsteht, das heißt durch Stress, hormonell, wetterbedingt und so weiter, geht die ungefähr in den Kopf und tobt da. Und das ist wie ein Trichter, das heißt, die kommt schnell rein, aber nicht mehr raus. Und wenn dann drin ist, dann musst du irgendwo hin. Und dann geht es wieder los, einzelne Hirnhälften oder Organe, zum Beispiel Sehnerv, Blitze, Funkeln, Sichtfeldbeeinträchtigungen, Sprachzentrum, viele Frauen haben Sprachfindungsstörungen dann. Oder Paresen, wo er wirklich Lähmungserscheinungen an den Händen, Gesichtshälften und so weiter hat. Gibt wirklich üble, üble Aura-Geschichten. Und wenn wir jetzt dieses Piercing stechen, messen wir vorher aus, ob dort an diesen zwei Punkten zu wenig Widerstand ist. Wenn ja, stechen wir es, wenn nein, lassen wir es. Und ich messe es quasi mal links, rechts raus, wie das bei dir aussieht. Und dann sage ich dir meine Meinung nochmal dazu. Ja. Ja? Ob und wie. Und dann stechen wir das. Und wenn es gestochen ist, ist es oft so, dass die Kunden sagen, ach Mensch, krass, ich merke direkt schon im Studio so eine Art Last, die wegfällt. Mhm. Jetzt spielen die, wo kein Punkt ist, kein Akupunkturpunkt, da gibt gar nichts. Ja? Mhm. Und auf aktive Akupunkturpunkte gehen wir gleich drauf, gedrückt und sofort. Jetzt können wir die jeden Akupunkturpunkt suchen und schauen, was da passiert, ob das jetzt dich da einmal durchpiepsen sozusagen. Weil beim Ohr musst du sagen, sind es keine Akupunkte, sondern Reaktionspunkte. Also sie sind auch nur wirklich reaktiv, wenn auch jeweils etwas vorhanden ist, wo man therapieren kann. Mhm. Dann schauen wir mal drüben. Wie ist das mit in ihr Kopf daran? Macht gar nicht. Geht sich das aus? Ja klar, also tausende Frauen haben Dave einfach so, weil es einfach so schön aussieht. Ja. Und das stört gar überhaupt nicht. Wenn man tragt, das würde ich mir nicht mehr stechen lassen. Ja. Etwas mehr Ausschlag auf der linken Seite, rechts, Entschuldigung. Ja. Du hast gesagt, die Aura war eher rechts. Also die Aura war beidseitig, mhm, aber die Kopfschmerzen waren beim ersten Mal rechts. Ja, also ein Hauch mehr. Man hat schon sehr gleichmäßig, aber etwas mehr. Hast du selber wahrscheinlich auch gehört, hört man, dass es auf der Seite etwas stärker ist. Tragus ist nicht mehr stärker, dass wir den Kopfhörer haben, aber dann hast du einen falschen Schmuck gehabt. Weil Tragus ist ja, glaube ich, das meistgestochene und die ganzen Apple AirPods und Zeugs und Blumen. Was hast du denn geschmuckt? Ja, Kaktus, aber es ist leicht gebogen hinten. Das ist komisch, also ich würde es vielleicht. Mich tut es weh nach der Zeit. Das Ganze, also das Ganze. Aber sein, also ich bin zum Beispiel und ich vertrage Ihnen das auch, ich habe gar kein bisschen im Ohr, aber. Mir tun die Ohren trotzdem weh. Aber rechts, also echt. Nicht hm. Hm.
Also nehmen wir vielleicht mal einen Bioplaststecker. Wir haben Bioplast, die haben noch kleinere Hinterteile. Ich trage zu 50% over ihr, es ist okay. Okay. Sag ich nur, aber weil man kann es meistens einstellen mit dem Schmuck. Also es ist noch ein Tick zu lang, man könnte es noch einen Tick kürzer machen. Und es kann sein, dass die Disc hinten, das Back vom Labrett, die noch einen Tick zu hoch aufgebaut ist und dann die drückt. Aber normal ist eine Einstellungssache. Ja. Also normal kriegt man es bei jedem Menschen so einstellen, dass man nicht mehr spürt. Okay. Gut. Also beidseitig für mich macht Sinn, aufgrund der Anamnese, aber auch vom Messergebnis würde ich jetzt dabei bleiben. Mhm. Im Preis dabei sind standardmäßig die normalen Bananen, also ein normales Piercing mit Titankugeln, einfach die typische Bananababel und eine Kugel. Jetzt haben wir sagen viele Frauen, naja gut, das ist nicht so schön. Du kannst dir natürlich mittlerweile auch bei uns ein paar Sachen extra machen, wenn du Lust hast. Wir haben titanverwandelte Kugeln, kosten 15 Euro mehr. Wir haben rosé-goldene Kugeln, das gleiche auch 15, schwarz auch. Wir haben diesen Standardpreis, ist die normale Kugel dabei und wir haben für 7 Euro mehr die glitzersteine Kugeln. Machen musst du es nicht, es ist echt eine Geschmacksfrage. Ob man sagt, hey, ich will es gerade gleich mit Gold haben oder Rosé-Gold oder im Glitzer. Oder du sagst, nö, das ist es nicht wert. Es liegt ganz an dir. Die Kugeln kannst du weiterverwenden, also die braucht man nicht wegschmeißen, kann man nachher auch noch nehmen. Aber es ist eine reine Optiksache. Also du sagst, ich gönne mir das, ich will Gold sein. Das ist überall Gold, dann machst. Aber du sagst, nee, das ist zu blöd, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, dann machen wir normalerweise nach Kuchen. Ich glaube, ich würde beim Standard bleiben und dann mal nach dem Wechseln. Deswegen, reine Gusto-Frage. Machen wir so, passt, bin ich dafür, machen wir. Gut, dann werden wir loslegen. Ob links oder rechts zuerst, wird dir vermutlich egal sein. Ja. Verstecken müssen wir beide. Und es kommt dann auch, sagen wir mal, dann guckt die Kasch. Ja. Dann ist da wieder anfallen. Gut. Okay, okay. Wie kam es denn auf mich denn? Letzte oder vorletzte Woche war eine Freundin von mir bei dir. Okay. Und sie ist so begeistert gewesen und ich habe mir gedacht, gut, dann probiere ich das auch gleich aus. Cool, aber warum? War die wegen auch Migräne? Auch Dave. Aber Migräne? Ja. Und hilft sie? Ist sie drin? Ja, also bis dato hat sie gesagt, das hilft ihr so viel. Cool. Das ist schon viel besser. Das ist schön. Also manchmal sagen die Leute auch wirklich beim Stechen oder im, also nach dem Stechen hier im Studio noch sagen, Mensch, krass, ich merke wirklich, wie mir die Energie aus dem Körper rausgeht, also dieses, wie eine Spannung, die sich löst oder ein Druck. Oder viele sagen auch, gerade wenn sie Aura, Migräne Aura haben mit Augen, merken, sagen, boah krass, ich merke jetzt meine Augen, es ist noch klarer im Raum. Also auch wenn du jetzt vielleicht keine Aura hast, aber viele sagen dann so, krass, ich merke, es ist richtig klar oder das Blickfeld ist wieder größer. Das merkt man mit der Zeit nicht, wie beeinträchtigt ist. Also beobachten wir mal, was passiert. Vielleicht bist du auch einer von denen, die gleich was merkt. Andere Kunden sagen, ja, super, tut weh, hurra, sonst spüre ich nichts Positives. Aber die haben trotzdem die Migräne weg, ja, weil oft merkst du ja nicht direkt sofort, weil du keine Migräne unbedingt hast, wenn du kommst. So, dann starten wir mal los, meine Liebe. Mhm. Es tut weh, also du bist zwar jetzt schon ein bisschen gepierst und alles. Ja, und, ich habe schon andere und siehst auch motiviert aus, aber ich sag's ehrlich nur, nicht, dass du denkst, ja, der Marke ist zu lieb, der sieht nett aus, der wird mir sicher nicht wehtun, es wird ein bisschen wehtun. Davon gehe ich aus, weil es ist nur Gott. Knorpel. Gott. Ja. Passt. Dann ist okay, weil immer wieder, wenn ich den Leuten das nicht sage, dann ist ja ganz schön wehgetan, so nach dem Motto, sag ich, ja, was hast du erwartet? Deswegen sage ich jetzt mittlerweile echt immer recht gut dazu. Es ist immer besser, man geht von mehr Schmerz aus und ist positiv überrascht. Was machst du sonst so? Beruflich? Mhm. Bin ich Software Developer und nebenbei mache ich ein Abendcollect. Okay, was developst du denn so? Verschiedenstes eigentlich. Okay. Mm. Du musst nicht spielen. Ja. So. Schon fertig. Und hast du es gespürt? Ja. Wirklich? Ja. Hat er gesagt. Aber ich hatte schon schlimmere Piercings. Das wäre neugierig. Ja, das Schlimmste war tatsächlich das Intimpiercing, das habe ich aber nicht mehr. Echt jetzt? Ja. Aber jetzt muss ich ganz fürs Video ganz ehrlich sagen, dass die tun, je nachdem was natürlich fertig ist, aber eigentlich, wenn die gut gemacht sind, gerade so ein Klitoris vorne vertikal, was wir meistens machen, das normale KV, das ist so easy. Aber wenn du zum Beispiel eine Christina hattest oder das war nicht gut gemacht, so ein Venushügel vorne dran, und da hat einer so langsam durchgepfriemelt, dann kann es echt auch richtig wehtun. Ja, es war tatsächlich durch die Haut dann das Schiere eigentlich. Davor, das war nicht so schlimm. So. Dann haben wir das. Fertig. Ja. Machen wir weiter? Boah, viel besser jetzt schon.
Wirklich? Ja. Das will ich glauben jetzt. Das freut mich ja. Ich glaub's dir wirklich. Ja. Aber was ist besser? Ich hatte so leichtes Kopfweh heute. Das hast du dann vorher nicht gesagt. Ja. Das hast du gerade ausgedacht, gibst du zu. Nein. Cool. Also ich habe das ganz oft, dass die Leute sagen, sie haben so ein unterschwelliges Kopfweh. Ja. Und stechen und sagen, boah krass, das ist weg. Das freut mich natürlich immer super, nicht jetzt wegen dem Video auch. Auch wenn wir kein Video machen, ich mache meistens kein Video, ich mache auf 10 Kunden nur ein Video. Ja. Aber was ich dabei sei, lebe. Echt richtig schön, weil die Leute auch da sind mit voller Migräne kommen und sagen, boah, das ist so krass, das löst sich gerade. So eine Erleichterung für Leute dann auch. So. Hast du der Ärztin erzählt, dass du das vorhast? Nein. Also es gibt Ärzte, die sind mittlerweile super gut drauf, die sagen, hey geil, es gibt auch Leute aus dem AKH, Ärzte aus der Kopfschmerzambulanz, die schicken Kunden zu uns. Wirklich? Ja, weil sie sagen, sie glauben dran, weil sie natürlich von anderen das Feedback kriegen, dass es funktioniert. Manchmal sind auch Kunden von mir, aber auch Ärzte, die Kunden sind oder die in der Familie Fälle haben und dann merken, das funktioniert. Mhm. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor Hardliner, die quasi sagen, das ist alles Blödsinn, alles Humbug, alles Placebo, was natürlich ein Schwachsinn ist, weil man kann sich nicht einbilden, keine Kopfschmerzen mehr zu haben. Ja. Dann wird dir jeder Arzt irgendeine Tablette geben, da nimm einen Stil und sagst, oh, ist weg, hurra. Und dann ist es sehr einfach zu machen. Also das funktioniert leider nicht. Ja. Und du sprichst natürlich auch gegen die gesamte TCM, weil dann würde ja auch Akupunktur nicht funktionieren. Also, aber egal, es gibt auch gesagt, Ärzte, die ja gegen Akupunktur sind, gibt es ja. Mhm. Schulmediziner, die gegen alles sind. Na, ich habe jetzt kontrolliert einen Besprechungstermin von meinem Kopfweh-Tagebuch. Dann in 2 Wochen. Mhm. Und da werde ich das dann dazu sagen. Ja, vielleicht sagst du gar nichts, weil du sagst, das ist alles weg. Naja, nein, ich habe ja jetzt noch von den letzten 2 Wochen. Klar, aber wenn wir sehen, was dann ist. Ja? Ja. Also es kann sein, dass du sagst, ab jetzt ist Kopfweh-Tagebuch leer. Ja. Ich war beim Markt und Kopfweh ist da geblieben. So, wie fühlst du dich jetzt? Sehr gut. Das ist schön. Ja. Also ich weiß nicht, mir hat es nicht wehgetan. Ja. Ich habe nichts gespürt. Und Kopfschmerzen haben wir auch keine mehr. Schön. Es ist gigantisch, also ich fühle mich auch komisch. Nein. Schön, ich freue mich wirklich. Also, erster Effekt: Druckschmerzen lässt nach, das ist klar. Du kennst es von Piercings eh, das sollte jetzt dann langsam abklingen. Wenn das jetzt wirklich, du merkst, der Kopf ist weg oder ist weniger, das ist ein tolles Zeichen, ist eigentlich schon fast die Garantie, dass es funktioniert. Ja, aber das kann man sich nicht einbilden. Ich habe natürlich immer wieder Kunden, die hatten jetzt 20 Jahre lang Migräne, das ist bei dir zumindest nicht der Fall. Und die haben dann aufgrund Konstellation, Stress, Wetter und, mal einmal im Jahr oder irgendwann mal so eine Attacke, nehmen dann einen Mexalen oder zwei und haben es auch wieder im Griff. Also die brauchen keine totale, keine starken Sachen. Ja. Ich glaube, du hast wahrscheinlich noch sowas wie Aurasin und Sommer noch gar nicht genommen, vermute ich mal, oder? Mexalen wird das eine Mal. Ja gut, okay, also sonst nichts. Deswegen ist es eh gut, weil das ist eine brutal krasse Mittel. Ja. Ja. Also gehen wir davon aus, das haben wir jetzt im Griff, das passt jetzt. Und ich bin gespannt, was dein Kopfweh-Tagebuch sagt, weil ich sehe dich ja in 6 Wochen, also dann ist ja auch ein Schuh fix. Bitte in 6 Wochen herkommen zum Kontrollieren, zum Wechseln und dann berichten wir bitte, wie es dir ergeht und ergangen ist und was die Ärztin gesagt hat. Ja. Ob die Leute gelacht hat oder sagt, geil, ich glaube das jetzt. Da bin ich gespannt. Ja, ich dann Pflege, Nachbehandlung. Wichtig ist zu verstehen, für jemanden, der viele Piercings hat, dass ein Migräne-Dave nie ausheilt. Es wird nie ganz gesund. Warum? Also wird fast gesund, teilweise auch temporär, aber nicht immer. Ups. Ich hätte vorher erklärt, die Energie, ja? Und dass die jetzt abgebremst wird. Das heißt, einer ist immer der Dumme im Spiel. Das sind in dem Fall die 2 Piercings. Mhm. An denen wird die Energie jetzt, wenn die Migräne kommt, abprallen. Da du das eh nicht so oft hattest, wird es wirklich nicht so schlimm. Aber bei jemandem, der jetzt Migräne hat, immer, sagen wir, alle Monat oder alle paar Wochen, der merkt, dass genau in diesen Zyklen sich die Piercings entzünden. Mhm. Weil die Energie ist irgendwo da, die kommt und wupp, bleibt hängen und wir sind entzünden und das Roten lässt und saftig. Das heißt, die werden immer gesund, nicht gesund, gesund, nicht gesund. Je nach Migräne darauf. Mhm. Wenn du jetzt die ersten nur alle paar Monate was hast, dann wirst du jetzt gar nicht davon merken. Mir ist trotzdem wichtig, dass man weiß, okay, die können immer wieder entzündet, nicht entzündet sein. Damit sich das Ganze gut verhält und auch gut bleibt, würde ich dir empfehlen, den zu sprayen mit Gel von Portolin mit für die Heilung. Einsprühen vorne hinten, also vorne hinten hast du nämlich so ein bisschen von oben, von unten, dass du beide Seiten vom Dave schon erwischt. Lässt den Spray einwirken 20 Sekunden. Nimm eine Küchenrolle, mach die Küchenrolle feucht mit dem Spray und putzen wir ein Öhrchen damit. Dann nimmst du das Gel und der Lindgel, einen Tropfen einfach in den drauf und in Ruhe lassen.
Migräne darfst du dich nicht hin und her schicken. Dave hin und her schicken ist mühsam, es gibt kaum den Gelassen des Staates. Mhm. Also sprühen, mit der Küchenrolle reinigen, geht auf Ton, fertig. Keine Wattestäbchen, weil das fusselt. Sport, Haare waschen, duschen, das ist normal, morgen früh. Heute bitte nur noch körperlose Runterduschen, wenn du das willst. Kopfhörer in ihr, oder ihr, für mich eigentlich egal. Zum Beispiel nicht in starken Kopfhörer, so das kann man hinter. Und last but not least, wenn es hilft, wenn die Migräne weg ist, dann kauft ihr mir die Echtgold-Piercings. Echt Gelbgold, ich weiß Gold, Roségold, egal, bitte kaufen. Banane, Ring, ganz egal, mit Brille, ohne was du willst. Nur Echtgold hat die höchste Biokompatibilität, halt in Folge auch immer wieder am besten, wenn es zyklisch sich entzündet. Mhm. Und ist ein Garant für Sorgenfreiheit, dass die Dinger bleiben und nicht irgendwann raus saften, raus eitern, raus entzünden, auf Deutsch gesagt. Das ist jetzt, kommt oft zu einer Rejection, auf Stufe ständige Entzündung. Okay? Das war's. Deins. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir fürs Stechen. Ich freue mich, dass dir gut geht. Ich bin echt schon gespannt, was wir in 6 Wochen werden. Wobei ich weiß nicht, was ich hören werde. In diesem Sinne, servus, ciao. Ciao.